Hallo Freunde, willkommen zurück in Skyrim. Ja, in der letzten Episode hatten wir eine Mordsschlacht überstanden. Drachen, Orklager, Riesenspinnen, ein Bär war noch dabei. Und. Hab ganz schön gefetzt, muss ich sagen. Aber Ragen hat's überstanden. Stehlen, das heißt, hier lebt noch was. Und der Experte ist jetzt auch nicht so ganz Ragens Sache, muss ich sagen. Ja, wie versprochen gestern, schauen wir nochmal hier durch dieses Orklager. Oh, nett. Oh, sehr nett. Verflixt. Warum ist das alles stehlen? Du wirst nicht aus dem Weg gehen, habe ich recht? Na gut, hat geklappt. Warum ist das alles stehlen? Das ist doof. Sonst wäre das hier nicht eine Goldgrube, muss ich sagen. Schauen wir mal rein. Halt, Fremdling! In einer Ork-Festung gibt es kein Gefängnisverbrecher. Ihr müsst mit Gold oder Blut bezahlen. Beruhig dich, Häuptling. Na schön. Dann prüfen wir euer Kampfgeschick eben ein andermal. Also mit Ragens Ego und Barbas Dätra-Fürst steht's hier 5 zu 1. Malakath segnet dieses Land für die Orks und nur für die Orks. Naja, der Drache war anderer Meinung. Malakath segnet dieses Land für die Orks. Das hatten wir gerade schon. Und nur für die Orks. Ich habe das Gefühl, dass die ganzen Händler vom Drachen gefressen wurden. Während der Häuptling hier alles verpennt hat. Malakath segnet dieses Land für die Orks. Und nur für die Orks. Wahre Natur der Orks. Okay, bisschen viel, um das jetzt alles vorzulesen. Ihr habt in unserer Festung nichts zu suchen, Fremdling. Okay. Naja, suchen kann man ja. Aber. Ihr habt wirklich eine ganze Menge schöne Sachen. Ach Mann. Nee, da ist uns, glaube ich, wirklich was ganz Großartiges durch die Lappen gegangen. Wenn Ragen doch nur ein Dieb wäre. Na gut, lässt sich nicht ändern. Wir machen uns dann mal auf den Weg zu Hammers Schande, wo wir eigentlich hin wollten. Ist hier nicht mehr weit, oder? Naja, ein Stückchen ist es schon noch. Kriegen wir hin. Was da an orkischer Ausrüstung rumlag, ist schon nicht schlecht. Das wäre 2-3 Sets gewesen, komplett. Aber gut, Ragen ist ein rechtschaffener. War sowieso schon doof, dass wir da diesen Ork niedergemacht haben. Der sich eigentlich nur gegen den Drachen verteidigt hat, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, war vielleicht ein bisschen überreagiert. Wo denn hinter? Aber auf der anderen Seite, schaut mal, in Skyrim sind mehr Banditen unterwegs als normale Bevölkerung, habe ich das Gefühl. Okay, Rolle auf offener Straße. Interessant. Gut, wir sind jetzt hier nicht unbedingt auf einer Hauptstraße. Das ist schon ein bisschen abseits und so, aber ein Troll? Ernsthaft?
Du siehst aus wie ein Assassine. Was hältst du denn da? Pferd, mach dich aus dem Weg. Okay. Also geht es jetzt wieder los mit den Assassinen, ja? So, dann zeig mal, was du da... Guckt euch das an, schon die dritte. Und wieder diese Astrid. Also... Ja, wie ich damals schon gesagt habe, ich schaue mir das jetzt noch eine Weile an. Ich würde sagen, 5. Wenn wir 5 dieser Zettel kriegen, also 5 Attentatsversuche, dann schauen wir mal, dann suchen wir diese Astrid auf und stellen sie zur Rede. Und wenn mir dann nicht gefällt, was sie zu sagen hat, lege ich ihr den Kopf vor die Füße. Dann machen wir Ragen ganz offiziell zum Feind dieser dunklen Bruderschaft. Und dann rotten wir die aus, was auch immer das sein soll. Und der nächste Bär. Ja, eigentlich würde ich jetzt davon reiten und gut wäre. Wie zur Hölle? Auf mich anzublöcken. Spinne? Groß. Okay. Der Kampf hört wohl nie auf. Aber ja, mit Barbas, der das für uns übernimmt. Kein Problem. So, der eigentliche Grund, warum ich angehalten habe. Bärenklauen. Kann man immer mal brauchen. Ihr werdet schon noch rauskriegen, wofür. Hat nämlich was mit der Überraschung zu tun, die ich gestern angekündigt habe. Aber noch ist es nicht soweit. Ich hatte ja gesagt, wir schauen erst noch Hämmers Schande und Flusswald vorbei. Sprechen nochmal mit den Gefährten. Und dann werde ich euch sagen, was das mit der Überraschung auf sich hat. Und je nachdem, wie das läuft, schaffen wir es heute bis Flusswald. Und dann könnte ich euch morgen schon sagen, um was es geht. Wäre doch, ja, ich glaube, das peilen wir mal so an. Naja, Hämmers Schande haben wir ja schon fast geschafft jetzt. Und ich erwarte da eigentlich auch nicht mehr so viel. Ich meine, die Höhle haben wir beim letzten Mal schon leer gemacht. Mit dem Zauber niedrige Gravitation könnten wir wahrscheinlich sogar den Hintereingang benutzen und diese Felswand hochhüpfen. Haben wir jetzt mal nicht dabei. Das ist gut. Ja, das war eine imperiale Patrouille. Gegen die möchte ich nicht kämpfen, sind schließlich ehemalige Kameraden von Ragen. Aber ja, wir haben eigentlich auch nichts mehr mit denen zu tun. Also müssen wir noch nicht helfen. Das ist die Armee, verdammt, die können selbst auf sich aufpassen. Schleichen verbessert auf 20 hier. Wie zum Geier habe ich das jetzt geschafft? Ach, Ragen, Gent, ne? Leichteste Übung hier, Schnickschnack. Gut, einmal speichern und rein in die Höhle. Und da haben wir auch schon wieder unser ganzes Gefolge mit dabei. So. Wie gesagt, ich rechne jetzt eigentlich nicht mehr mit Widerstand oder so.
deshalb ein bisschen. Ja, eigentlich nur durchrennen. Auch ein bisschen zu kühl für mich, um sich hier auszuruhen oder so. Den Ragen ist langsam mal wieder müde, hungrig, durstig, das volle Programm. Aber ich sage einfach mal, Ragen muss da jetzt noch ein bisschen durchhalten. In Flusswald sollen wir uns nämlich sowieso ein Zimmer nehmen. Das heißt, da kann er sich dann auch mal wieder ausschlafen. So, zweiter Teil. Da sind wir schon. Hier war dieser Raum mit den Spinnen. Genau. Wo Barbas beim letzten Mal einfach durchgerannt ist. So schnell konnten wir gar nicht gucken. Genau, dieser U-Raum mit dem ersten Diener. Und danach kommt schon der letzte Gang, wo der Vampirmeister war. Mit dem Altar. Und da sind wir schon. Alles klar. So, mein lieber Clavius Weiß. Ihr habt die Axt und meinen Hund. Großartig. Genau, da sind wir. Jetzt steht zu deinem Wort. Ausgezeichnet. Ein Held und sein treuer Gefährte bringen dem Fürsten das antike Artefakt. Fast wie in einem Märchenbuch. Aber es ist fast zu schade, solch eine Waffe herzugeben, oder? Man könnte mich wohl überreden, sie euch zu überlassen. Och. Aber nur, wenn ihr die Axt benutzt, um Barbas zu töten. Ganz einfach. Nein. Wir hatten gesagt, du nimmst Barbas und die Axt und damit ist die Sache für mich erledigt. Wir stehen zu unserem Wort. Mit euch ist es überhaupt nicht lustig. Ich muss wohl woanders für Spaß sorgen. Und wenn der Bursche wieder da ist, besitze ich wieder meine ganze Macht. Eine ganze Welt wartet auf mich. Na dann. Ich wusste, ich kann euch vertrauen. Ja, ja. Hund findet Herrchen. Herrchen holt kosmische Axt. Alle sind glücklich. Kommt her, Clever. Keine Sorge. Ich werde dafür sorgen, dass ihr Einsicht seid. Ich habe euch vertraut. Jetzt vertraut ihr mir. Okay, Barbas, du machst das schon. Wow. Ah, sehr gut. Wenn man ein paar Jahre in einer Höhle eingesperrt war, vergisst man, wie großartig sich überragende Macht anfühlt. Schade, dass ihr euch etwas so Langweiliges gewünscht habt und ich den Clever wieder aufnehmen sollte. Euch fehlt die Fantasie. Dieser fehlende Ehrgeiz sollte bestraft werden. Vielleicht solltet ihr in einen Wurm verwandelt werden. Oder ein paar Jahrzehnte... Oh gut, nehmt meinen Segen entgegen und lasst es gut sein. Für mich gibt es sowieso noch Interessanteres. Und da haben wir die Maske von Clavius Weyer. Alles klar. Damit ist die Sache für Ragen erledigt. Wir sollten uns hier davon machen, bevor er auf die Idee kommt, hier mal wieder Humor zu zeigen. So. Dunkel war's. Uiuiui. Pferd ist da unten. Bin ich jetzt ganz ehrlich zu faul, da runter zu rennen? Da müssen wir so in diese Richtung hier weiter müssen, nach Flusswald. Inzwischen ist es schon ziemlich spät wieder. Ja. 2:45 am Morgen. Wir sollten wirklich schauen, dass wir nach Flusswald kommen, damit Ragen mal wieder ein Bett von innen sieht. Hat er sich verdient. Harte Kämpfe gehabt, der arme Kerl. Musste viel mitmachen.
Wobei ich mal wirklich gespannt bin wegen diesem Dieb des Horns. Taverne im Flusswald, da habe ich eine Vermutung. Oh Mann, Kotlak wird uns ganz schön was erzählen demnächst. Ja, das geht mir immer noch im Kopf rum. Hier. Mitglied des inneren Zirkels der Gefährten. An die silberne Hand verloren. Und ja, jetzt ergeben ein paar Gespräche zwischen Aela und Skior ja auch Sinn. Die hatten ja schon länger was geplant, haben sich ja auch drüber unterhalten und hatten auch gemeint, das wird dem Alten gar nicht gefallen. Wir sollten ihm vielleicht nicht erzählen, was wir vorhaben. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Nanu? Ja, und wenn man dann sich auf den Weg macht für eine Sache, von der man von vornherein weiß, das gefällt einem, den anderen nicht, und dann auch noch Mist baut, dann kann man sich schon vorstellen, was, welche Ausmaße dieser Anschiss dann haben wird. Wenn man das dann aber auch noch verheimlicht und versucht zu vertuschen, wie Aela das gerade macht. Oh Mann, da geht mir schon wieder ein bisschen die Düse, wenn ich dran denke, was wir da von Kotlak zu erwarten hätten. Gut, Ragen hat jetzt vielleicht noch Welpenschutz als Neuling. Vielleicht wird er auch einfach nur rausgeschmissen. Vielleicht muss er sich aber ab sofort ein Zimmer mit Farkas teilen. Naja, wir werden es sehen. Wir sollten jetzt erstmal hier mit... Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Oh nein, ich komme gerade erst zur Tür rein. Wer schnüffelt denn? Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Das Zimmer okay. Unter dem Dach. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Also gut, ihr habt kein Zimmer unter dem Dach. Soll ich jetzt im Freien pennen oder was? Ja genau, bleibt mal da draußen stehen. Herr Ragen hat sich jetzt mal ein kleines Nickerchen verdient. Bett fremd, das ist nicht gut. Da kann man nicht schlafen. Flipper? Ach Mann. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Habe ich gerade. Ich habe das Gefühl, sie hat mich reingelegt. Sagen wir es mal so. Hier, durch den Krieg haben wir nicht mehr viel. Neben der Tür links. Neben der Tür links? Ja, spitze. Welche Tür, Mädel? Das ist dann rechts. Entschuldigung. Ich bin nur der Koch, Mann. Ich bin nicht der Koch, Mann. Hier können wir schlafen. Gott sei Dank. Gut, einmal richtig ausschlafen wieder. Bis gleich. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Hä? Wir müssen reden. Folgt mir. Also, ganz im Ernst? Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Na dann. Flipper, was wird Schließ das? Schließ die Tür. Ja, Mama. Nun können wir reden. Ja, dann renne ich ständig weg. Pack endlich aus. Die macht mich wahnsinnig. Ah.
Ah ja. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Nein, das würde ich jetzt sagen, ist ein bisschen viel. Ja, Ragen, sehr clever. Du triffst hier doch jemanden. Das ist, denke ich, die Frage. Ist sie jetzt wirklich die, die das Horn genommen hat? Oder nur jemand, so eine Art Kontaktperson, eine Hehlerin? Überrascht. Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Das ist jetzt die Frage, was will sie von uns? Sie hat ja einiges auf sich genommen, um uns hierher zu holen. Sie hätte auch einfach so mit uns reden können. Ist ja nicht so, dass wir selten hier sind oder so. Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Ja, dann machen wir weiter. Wir hören zu. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Das läuft hier ein bisschen falsch. Wer sagt mir denn, dass ich dir vertrauen kann? Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Nein, was nicht? Denn wie Obi-Wan Kenobi schon sagte, der einfachste und beste Weg, eine Falle zu entschärfen, ist, sie auszulösen. Aha. Also ich komme hier wieder raus. Ist nur ein Keller einer Taverne. Ja, das ist klar. Sie braucht den Grund, um uns hierher zu holen, Ragen. Das ist logisch. Warum suchst du nach dem Drachenblut? Ist ziemlich offen, ja, ist die wichtigste Frage offensichtlich. Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Ja, würde ich sagen, das geht so. Aber das ist jetzt nichts Besonderes. Seelensteine können sowas auch. Vielleicht nicht bei Drachen, aber... Also bin ich irgendwie sowas wie ein Deluxe-Seelenstein oder wie? Ja, ich glaube, so kann man es beschreiben. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, den widerstrebenden Helden zu spielen. Entweder seid ihr ein Drachenblut oder nicht. Aber das werde ich bald genug mit eigenen Augen sehen. Was? Hast du hier einen Drache im Keller oder was? Ja gut, die Talmor sind hinter allen Nordherr. Das ist kein Geheimnis. Schauen wir mal, was will sie eigentlich von uns, verdammt? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Genau, Ragen, ganz genau. Tja, vor einigen Jahren habe ich einem Kollegen fast genau das Gleiche gesagt. Wie sich herausstellte, hatte er Recht und ich Unrecht. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in ein paar Jahren wieder. Und wenn ich dann sagen kann, genau, ne? Ja. Genau, warum werden die plötzlich lebendig? Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht Weil halt und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Ja,
Ich habe jetzt aber eigentlich erstmal keine Zeit. Kühnesheim. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Ja, vorher muss ich aber noch mal zu den Gefährten. Sorry, Delphin, aber... Ich kann nicht warten, bis ihr eine Entscheidung trefft. Wir treffen uns in Kühnesheim. Vergeudet auf dem Weg dorthin keine Zeit. Oh Mann. Ziehen wir erstmal den... Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Kühnesheim. Das ist ein verflixt langes Schwertmädel. Janni, ist klar. Was hat sie denn in der Truhe hier? Nett. Ordner, ich bin auf Reisen. Ihr übernehmt die Taverne, bis ich zurück bin. Ja, gute Reise. Gute Reise? Gute Besserung. Na, Spaß beiseite. Okay, Leute, ich würde sagen... Das soll es dann auch mal für heute gewesen sein. Kühnesheim liegt in diese Richtung. Wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen. Ganz wie ihr wollt. Trennen. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr, wie gesagt, erstmal zu den Gefährten. Das ist gerade das Wichtigste. Wie gesagt, damit endet die heutige Episode. Wir sehen uns dann morgen wieder. Auf dem Weg zu den Gefährten. Anschluss abholen. Ich meine, darauf freuen wir uns doch jetzt schon alle seit Wochen, oder? Uiuiui, das wird was werden. Gut, Leute, dann sehen wir uns morgen wieder. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao.